Ladies and gentlemen, welcome to this channel. It's one of the most underrated channel in Germany. And if I say underrated, I mean it is like bullshit, right? Hat er recht. Wow. Wow. Ist das jetzt ein neuer Trend? Das ist einfach privat für mich. Ich bin gar kein Creator. Ich filme einfach nur Leute und so. Ja, dann ist alles gut, Digga. Yo, YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Philo-Video. Yo, yo, yo. Lass dir jetzt schon mal einen Daumen nach oben da abonnieren. Das ist das Intro, Bro. Digga, das ist so schlecht. Freunde, es geht nach Hamburg zum Red Bull Dodgeball Event. Es wird komplett geil. Die ganzen Idiots sind auch mit am Start. Jetzt erstmal 4 Stunden nach Hamburg cruisen. Mit dem gottverfickten ICE-Internet. Aber sobald wir da sind, geht's halt richtig rund. Digga, ich finde, es fühlt sich an wie eine riesige Klassenfahrt, aber nur mit den Leuten, die sitzen geblieben sind. Guck dir das an, du bist nur so. Außer bei Tomatelix, da weiß niemand, warum er in der Klasse ist. Weil er ist eigentlich der Schlaue. Wollen wir das Fucky Fucky Wieland Spiel spielen? Ja. Fucky Fucky Wieland. Fucky Fucky Wieland. Fucky Fucky Wieland. Fucky Fucky Wieland. Das ist echt laut so. Du musst machen. Fucky Fucky Wieland. Guck mal, du wirst halt mit diesen Nägeln, die wirklich wunderschön aussehen, du wirst dich halt töten damit. Ey, du wirst halt die Bälle holen für uns, Nova. Das ist der absolute Wahnsinn. Was ist das diesige, Nova? Was macht das mit Ihnen? Ja, willkommen in Hamburg, Freunde. Junge, Wieland. Fucky, fucky. Fucky, fucky, Wieland. Ich hab ja an meinem Handy kein Unlimited. Das ist quasi mein Unlimited-Internet, was ich mit mir rumtrage. Das Ganze ist an der Tür platziert. Ja. Die Klassenfahrt geht weiter, Alter. Sag ehrlich, bist du komplett auf Drogen? Ich bin komplett drauf, ja. So, Freunde, wo sind meine kostenlosen Sachen? Wieland steht neben mir in Shorts und ich werde hart. Ich zieh dir erstmal um. Danke. Ist das egal, wo man sitzt, oder? Nein. Ich, weil ich das will, Kevin. Okay, verstehst du das? Ich bin Marcel von Red Bull. Dann haben wir noch Dustin, der auch quasi. John Dustin Martin! Und Kevin, das da vorne, das ist John Dustin Martin. Joint und Tinkerton? Das ist Joint und Toy Matoy. Wenn selber noch Abreis oder irgendwas bleiben, das wäre nicht so praktisch. Was ist los? Meine Schuhe, was ist die laut? Ich hab die Insta-Story gesehen. Ich hatte diese Schuhe. Die, genau die? Die hatte ich. Ja, da hat sie sie geklaut. Ja, ich hab die auch geklaut, sorry. Ich wollte nicht. Sag mal, Leute, Alter. Du, Phoebe, ist ja jetzt schon ungefähr 14 Monate her. Wir wollten ja mal ein Video zusammen machen. Ja. Ah, nicht Front. Zack. Ach, wir schießen mit Bällen hier. Ja, ja. Ich dachte Kalaschnikows. guck mal, wie sieht das der Mittel der macht? Guck mal, der macht Taekwondo. Ist so krank. Was habt ihr für ein Team, Alter? Was macht ihr? Was geht denn hier? Oh, holy shit. Hebt euch ab, hebt ab. Da ist er. Ach so. Der verfickte Fahrschuljunge. Ja, wir haben absolut geslayt. Bei uns waren alle live, oder? Oh, wir haben die komplett rasiert, Alter. Wir beiden Superfreunde sind eigentlich nur hier fürs Buffet. Und wir probieren es einmal durch. Digga, die Vorbereitungen laufen gut. Max Texas macht die ganze Zeit Flips. Kannst du noch mal einen pullen? Komm, ein. Oh! Ja, ist krank, ist krank. Ich gebe dir 100 Euro, ja, wenn du einen Flip machst und dann jemanden triffst, der rausgeht. Morgen im Spiel? Im echten Spiel. Okay, Wette ist da. Problem ist, ich fliege auf die Schnauze und werde dann getroffen. Ja, das ist ja auch krass. Aber die Wette steht. Machst du das gleiche wieder? Nur Fortnite-Dances? Mach Telemedial-Dance. Ich sag nein zu solchen Leuten, die einen Scheiß gemacht haben. Digga, Henke sieht aus wie der Sex-Coach. Henke sieht aus wie ein übergriffiger Sportlehrer. Ich gebe dir mal eine kleine Hilfestellung, ne? Wie dann, du kriegst jetzt einen Spider-Man ins Gesicht, lustig. Nee, ich habe eigentlich noch eine Maus gepackt. Ich musste die Herde der Dodgeballs testen. Ja, wirklich? Und die haben mit dem Härtesten angefangen. Und deswegen sehe ich jetzt so aus, wie ich aussehe. Ich stehe doch bei Rewe in der Jobbeschreibung, ist selber ja schuld, wirklich. Also, ja. Auch dumm, wer bei Rewe arbeitet, von mir. Gottlos. Ich hasse dich. Ingo. Und jetzt? Üge. Komm. Wohin? Wir schlagen uns. Ich will das nicht. Doch. Pass mich an. Sex. Digga, du hast Sixpack. Hast du? Ja, nee. Okay, doch. Ich weiß nicht, ob Fußballer halt einen Vorteil auch haben, einfach generell sportlich weiß. Natürlich. Wenn du Fußball kannst, kannst du alles. Ist das so? Ja. Was ist, wenn man extrem sexy fast bridgen kann?
kannst du ver... Ey, wo weißt du, was das ist? Da ist ein komplettes Lächeln gebrochen. Weißt du, was gleich lustig wird? Trotz des Lichts werden seine Pupillen gleich nicht kleiner. Wer darf sich schneller einem Kindergarten nicht nähern? Also ich glaube, vom Look her, auf jeden Fall Henk. Ich glaube auch. Das ist, glaube ich, so. Das alte Voraus. Guck's dir mal an, komm mal, so ein Süßer hier. Ja. Welches Gericht soll das denn hier verurteilen? Jeder wird freigesprochen, dann kommst du ins Gericht und direkt verurteilt, bevor du drin bist. So wie Felix aussieht, wäre der erste im Kindergarten, der das Messer nehmen dürfte, weißt du? Der ja, mit ja, dem ja. Messer auch mal schneiden darf. Ja, ja. Ich bin nicht high. Ich bin nicht high. Ich bin nicht high. Ich habe nicht gedopt. Ich bin clean. Lass dir nichts anmerken, Felix. Lass dir nichts anmerken. Oh Gott, fällt so auf. Für dich und deine Zuschauer, weil ich euch alle so lieb habe. Tomatolix und ich gucken uns morgen ins Krankenhaus. Das ist ein Range Rover, guck mal. Boah, ist ein Geschäftsmann drin. Das ist Steven Gietchen. Guck mal, guck mir so. Was willst du? Der wohnt bestimmt in der Hafenzelle, wie so wieder aussieht. Der ist dicke. Arschloch. Die Schanzenbäckerei, das ist das Franchise vom Drachenlord. Felix, wollen wir uns einen Escort bestellen? Jo. Ich kann euch eine aus Hamburg empfehlen. Wenn du zahlst. Wieso? Wie hübsch war die? 1 bis 10? Hast du eine Freundin? Ich weiß okay, sogar. Du sagst nicht. Aber ich habe eine Reportage gefühlt. Eine Sexportage. Eine Sexportage. Sehr gut, Felix. Morgen ist der Tag der Tage. Das große Event, das große Spiel, Team Papa Platte. Einer unserer besten Spieler geht jetzt mit Trimax saufen. Nein. Warum? Nein, ich brauche Selfcare für mich, okay, 1-2 Bierchen. So, das ist es. Das ist schon alles, Felix. Es wird nicht bei 1-2 Bierchen bleiben. Ich schwöre dir, ich werde nicht mehr als 1-2 Bierchen trinken. Ich werde mich nicht abschießen. Setz dich jetzt fest auf 1 oder 2 Bier. 3 Bier. Nein. Drei Bier. Wie besoffen bist du gerade? 4 von 10 besoffen. Aber wir haben ja morgen zum Beispiel ein ganz wichtiges Spiel. Der Bartender verbietet mir Whisky Sour. Ich will gerne einen Whisky Sour haben. Du hattest doch schon 3. Nee. Doch, das ist die Wahrheit. Was ist dieses Getränk, Adi? Ein Whiteberry Lele. Adi, wir spielen morgen ein sehr wichtiges Tournament. Das Problem ist, Philipp hat gesagt, er trinkt heute nicht. Ja, ich auch. Ihr trinkt alle nicht? Nee. Ja, klar, wir trinken ja nicht. Wie hast du dir auf das Spiel morgen vorbereitet? Was mich von den anderen Spielern absetzt, ist, dass ich einfach heute keinen Alkohol trinke. Da hast du einen Punkt. Ich habe einen Vorteil, vor allem Wieland gegenüber. Wieland? Ja. Also Wieland Welte aus Bonn, Junge. Ich dachte, du hast Matra. Wieland? Wieland Welte. Ganz wichtig. Aus Bonn. Bonn. Ist es ein Fahrstuhljunges? Nein, es ist Kevin Teller. Ist es Louis von den Fahrstuhljungs? Nein, es ist Kevin Teller. Fahrstuhlknaben. Ja, Buben. Evaluation, Wieland Welte, wie geht es dir? 7 von 10 geht's mir. Ich stand gestern so um 2 Uhr nachts oder so, stand ich so, also lag ich in meinem Bett und dann habe ich so draußen gehört, Wieland Welte. Wieland Welte. Ah, Junge, geil. Welte. Haben wir noch irgendwas gerufen oder waren wir ruhig danach? Bro, ihr habt alles gerufen. Ihr habt mehrfach Wieland Welte gerufen. Wieland Welte! Wieland Welte! Wieland Welte! Aus Bonn! Ihr habt gestern biggest mistake gehittet und die Stemmler-Brüder auf mein Zimmer gelassen. Das war ein bisschen scheiße. Digga, was ist hier passiert, Henke? Max Stemmler, Nikolas Stemmler. Mhm. Das hat sich angehört wie so eine Klassenfahrt, Bro. Alle auf derselben Etage. Ich hab gestern schon anders dieses Buffet weggespawnt. Gespawnt und was genau davon? Das Sushi, als gestern noch da war. Immer als der Typ Neues gebracht hat, hast du direkt genommen. Mhm. Das ist geil, das ist geil. Ich dachte, wir trainieren alle hart. Das ist das harte Training, von dem alle immer reden. Ja. Das sind die Promis, war ich extra behandelt. Die TikTok-Superstars. Wieland ist halt schon komplett Knockout. Spiel hat nicht mal angefangen, der liegt schon bei der Physio. Mm, ja, schade. Meine Schulter hat sich gemacht. Oh ja, genau der. Oh, genau der. Oh ja, genau da, Wieland. Der wird uns halt töten, Sebastian. Ja, der macht irgendeine kranke Sportart. Ich weiß. Weiß er, dass wir Dodgeball spielen oder will er uns töten? Oh nein. Digga, wir haben das Game gerade actually geholt, ne? Bro, wir haben gerade alle so viel Motivation, Adrenalin rast. Wir können den ersten Platz noch schaffen. Wenn wir jetzt aber verlieren, sind wir dritter Platz. Digga, es ist unglaublich. Wir haben das 2-0. Es ist Best of 5. Normalerweise hätten wir schon gewonnen. Wir müssen noch eins gewinnen, dann sind wir im Finale. Es ist alles drin. Ich bin komplett es war knapp. Es war so gut. Es war wirklich einfach unlucky. Das Ding ist durch. Wir stehen jetzt alle hier unten, warten darauf, bis wir abgeschattelt werden. Ja, wir haben auf jeden Fall den dritten Platz gemacht. Das ist schon mal ziemlich scheiße. Das kann man nicht gut reden. Ich bin enttäuscht. Das kann man nicht gut reden. Darf ich deinen A**ken heute Nacht? Klar. Ich brauch den Prime. Ja! Der macht's. Jawohl, er hat's gemacht! Der Mann lebt, er wird auch nicht sterben. Du bist halt ausgebrochen aus dem Krankenhaus, ne? Du wolltest gerade nur sagen, dass dein Team trotzdem verloren hat. Du bist Zweiter hier, verkackt. Wir sind Dritter, ja. Wir sind riebe Scheiße rausgeflogen. Ey, lass ihn boxen, Digga. Oh, shit. Im Stadium aus, Russisch zu lernen, ist eine harte Challenge. Minja, so gut, Kevin.